Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir beraten heute den Koalitionsantrag Clubschützen und Lärmkonflikte vorbeugen, Einrichtung eines Schallschutzfonds in Bremen. Die Idee für diesen Antrag kommt aus Berlin. Dort gibt es seit November 2018 einen Schallschutzfonds, der Clubs unterstützt, wenn sie sich in einer Lärmkonfliktsituation mit der Nachbarschaft befinden. Bevor ich näher darauf eingehe, wie das Ganze konkret funktionieren kann, möchte ich aber noch einmal auf die Gründe eingehen, warum es hier überhaupt einen Handlungsbedarf gibt. In einigen Vierteln in Berlin, aber eben auch hier in Bremen, liegen das Nachtleben und das Wohnen sehr eng beieinander. Die einen wollen einen guten Abend haben und tolle Konzerte hören, die anderen wollen in Ruhe schlafen, ohne das Gefühl zu haben, das Konzert finde in ihrem Wohnzimmer statt. So entstehen Konflikte zwischen ClubbetreiberInnen und AnwohnerInnen, die sehr nervenaufreibend sind und mitunter auch die Gefahr mit sich bringen, dass Clubs schließen müssen. Das kann aber keine Lösung sein, denn die Clubs vertreten genauso legitime Interessen. Sie bieten MusikerInnen eine Bühne. Damit fördern sie die Musikszene. Sie machen das Viertel oder die Stadt gerade durch ihr Angebot attraktiv, weil hier etwas passiert, weil hier Leben ist. Sie schaffen ein Angebot, das insbesondere jüngere Menschen und musikaffine Personen nachfragen und das eine wichtige Rolle bei der individuellen Entscheidung für den eigenen Wohn- und Arbeitsort spielen kann. Genauso wie Theater, Museen und Konzerthäuser die Attraktivität einer Stadt erhöhen, machen auch Clubs und ihre kulturellen Angebote eine Stadt lebenswert. Genau deshalb wollte Berlin sowohl etwas für die Clubs als auch für die Anwohnerinnen tun, um Konfliktlagen zu reduzieren. Denn mit moderner Lärmschutztechnik und dem richtigen Know-how, mit etwas Geld in der Hand, kann die Lautstärke eines Clubs, die nach außen dringt, deutlich reduziert werden. Dieses Geld und Know-how hat aber nicht jeder Club zur Verfügung. Und gerade kleinere Clubs mit geringeren Einnahmen können sich solche Investitionen oft nicht leisten. Durch den Schallschutzfonds können Gelder und Beratung beantragt werden, um kleine Clubs in Sachen Lärmschutz auf einen besseren Stand zu bringen. Genau das wollen wir in Bremen mit Unterstützung des Wirtschaftsressorts umsetzen. Vielleicht fragen Sie sich gerade, aber Bremen ist ja nun doch nicht Berlin. Und brauchen wir einen solchen Fonds hier in Bremen überhaupt? Ich sage ganz klar ja. Und ein Konflikt, der die Kulturszene in den letzten Jahren beispielsweise bewegt hat, war die Ansiedlung des Kulturprojektes irgendwo in der Nähe des Flughafens. Anwohnerinnen fanden es zu laut, die Betreiberinnen aber wollten auch mal eine Party feiern können. Hier hat auch der Einbau neuester Technik geholfen und die Existenz des Projektes an diesem Standort ermöglicht. Der Prozess um das Irgendwo war jedoch sehr zäh. Hätte es schon damals den Schallschutzfonds in Bremen gegeben, wären Strukturen für eine schnellere Hilfe vorhanden gewesen. An diesem Beispiel zeigt sich aber vor allem, was Technik bei Clubs und Veranstaltungen heute leisten kann. Ein Angebot, diese Technik über verbindliche Strukturen allen AkteurInnen zur Verfügung zu stellen, kann Konflikten vorbeugen und die Clubkultur in unserer Stadt unterstützen. Anders als in Berlin soll der Schallschutzfonds in Bremen auch explizit kulturelle Zwischennutzungen und Aktive aus der Freiluftpartyszene berücksichtigen. Denn auch hier können Debatten um Lärm und Lärmschutz entstehen. Natürlich wird man bei einer Zwischennutzung keine aufwendige Infrastruktur einbauen, aber schon die richtige Beratung zur Aufstellung von Boxen oder kostenarme Schallschutzmaßnahmen können Lautstärke, die nach außen dringt, deutlich reduzieren. Ich bitte um breite Zustimmung für diesen Antrag, denn wir wollen eine vielfältige Kultur in Bremen, zu denen auch Clubs gehören. Wir wollen, dass in Bremen Nachwuchsmusikerinnen eine Bühne bekommen. Dafür brauchen wir den Erhalt von Live-Musikspielstätten. Wir wollen, dass die jungen Menschen in Bremen bleiben und dass nicht alle nach Leipzig gehen. Dafür brauchen wir aber auch lebendige Viertel. Und wir wollen auch, dass die Anwohnerinnen nicht krank werden, weil sie nachts nicht schlafen können. Deshalb nehmen wir hier beide Interessen in den Blick und schaffen den Schallschutzfonds. Herzlichen Dank.